Und ich möchte Ihnen jetzt mal hier nochmal den Grundsatz aufzeigen von dem, was uns bewegt hat. Und Lars Gottwig, das ist der CEO, da sehen Sie es im Bild, war früher selber Trader, sollte man auch wissen. Ja, das heißt, aus der Branche zur Branche. Und er hat selbst ein eigenes Konto gehandelt und hat davon gelebt über mehrere Jahre. Das ist ja eh schon mal eine große Leistung. Hat selbst den Future-Markt gehandelt und aber auch den Forex-Markt und hat dann, und da haben wir uns auch kennengelernt, 2008, 2009, Finanzmarktkrise, bei Godmode Trader einen Service begonnen. Rainbow Trading, da hat er übrigens auch ein Buch geschrieben, ist so ein Trading-Skill, wo ich auch im letzten Jahr ein Video dazu abgefahren habe hier, nach dem Motto, was ist Rainbow Trading? Das ist praktisch eine Art des Trendmomentums, da geht es um viele gleitende Durchschnitte, die in Regenbogenfarben gedrängt sind. Und genau das ist das, was er praktisch auch gemacht hat und hat das auch bei Godmode transportiert und hatte da einen Service und hatte da zum ersten Mal eben auch Zugang zu dem Retail-Markt. Also er als Head-Trader war auch einer der ersten, der dann praktisch Live-Webinare gemacht hat, mehrmals die Woche. Das waren dann 4-5 Stunden Minimum, wo, was ja heute teilweise schon normal ist, aber im Jahr 2008, 2009 keineswegs so war, wo man praktisch als Teilnehmer ihm über die Schulter geschaut hat und dann einfach gesehen hat, okay, was tut denn er da eigentlich? Und da hat er praktisch live auch gehandelt und dann gab es aber den Punkt, dass zum Beispiel gewisse Setups, Trading-Strategien, man nennt hier zum Beispiel die Big Bang-Strategien, das ist eine Handelsstrategie, wo man praktisch so einen Open Range, sage ich mal, man kennt ja das OBV oder ORB, also Open Range Breakout beim DAX. Und so eine ähnliche Strategie gibt es auch beim Cable, das ist das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch als Big Bang-Strategie bezeichnet. Die wurde auch teilweise schon in Algorithmen gepackt und dergleichen, deswegen ist die Funktionsweise mal dahingestellt. Aber letztlich damals hat er das auch praktiziert, zum Beispiel eben eine ganz klare Strategie, die nicht diskretionär, also sage ich mal, durch eigene Intuition gefüttert wurde, sondern es gab immer klare Rahmenparameter. Sprich, wo ist der Einstieg, wo ist der Stopp und wo ist das Ziel? So, und dann Abfahrt. Und das wurde jeden Morgen praktisch transportiert, transparent auch dargestellt und seine Follower oder seine User am Trading-Service haben das nachgemacht. Und grundsätzlich gab es dann die Diskrepanz, dass trotz dessen, dass im Prinzip alle das gleiche Setup gehandelt haben, im Laufe der Zeit die Equity-Kurven, also die Kapitalkurven, unterschiedliche Entwicklungen annahmen. Das heißt, die einen waren positiv, die anderen liefen seitwärts und der Rest möglicherweise sogar im Verlust. Was war der Grund der Geschichte? Man hat sich gefragt, wie kann es dazu kommen? Im Grunde genommen, die Rahmenparameter, das Korsett, war immer das gleiche, aber die Ausführung war eben eine andere. Und das führte dann dazu, dass Lars im Prinzip das einzig Richtige gemacht hat. Er hat dann sich die Frage gestellt, was könnte man hier verändern? Eigentlich gibt es nur die Möglichkeit, einen Broker ins Leben zu rufen, der es eben anders macht. Und das ist die Geschichte von JFD, wo ich sage, sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen, weil im Zuge dessen hat er dann praktisch durch der Suche nach Möglichkeiten mit Cyril damals, französische DNA sozusagen, deutsch-französische DNA, der Ursprung von JFD, dann sozusagen das Ganze ins Leben gerufen und dann ging es eben los, wo machen wir die Regulierung, wie sind die Prozesse, wo starten wir durch und man glaubt es kaum, vor dem Hintergrund, das steht auch auf unserer Website, dass viele meinen, Zypern wäre ein Handelsort, wo sich sozusagen eine Bananenrepublik an schwarzen Brokern gegründet hat, das ist nicht ganz richtig. Zum einen sind wir wahrscheinlich der unzypriotischste Broker, den es gibt, weil ja, in Zypern gibt es viele schwarze Schafe. Aber man muss wissen, dass Zypern nach London, und da reden wir eben wirklich von der Londoner City oder dem europäischen Finanzmarktplatz schlechthin, der zweitgrößte Forex-Hub Europas ist. Das heißt, jeder Broker, der in Europa aktiv ist, hat da eine Zweigstelle bzw. eine Niederlassung. Zumal die rechtlichen Prozesse in Zypern oder die regulatorischen Prozesse sind jetzt nicht weniger schwach als bei der FCA in England oder bei der BaFin in Deutschland. Die haben auch dazugelernt und sind gewachsen und die wissen genau um ihren Status quo in Zypern. Das heißt, es ist nicht mehr mit einer Bananenrepublik vergleichbar und wie gesagt, man muss eben wissen, dass dort der Forex-Hub nach London ist und dort trifft sich die ganze Branche. Es gibt kaum ein Familienmitglied dort, wo nicht irgendeiner, Onkel, Schwager, Tante, Mama, irgendjemand bei einem Broker arbeitet. Das ist dort relativ normal. Und wenn Sie dort landen, zum Beispiel am Flughafen, auch anders als bei uns, sehen Sie nicht Allianz oder irgendwelche Werbebanner, sondern da stehen eben verschiedene Broker-Banner dort, wo man sich sagt, hoppala, bin ich hier im kleinen Forex-Land gelandet. Aber es ist tatsächlich so, dass da Zypern eine richtige Base ist. Und gerade im Sinne des Forschens damals, wo kann man den Broker regulieren lassen, wie kann man es machen und ist das Geschäftsmodell von uns eigentlich tragbar? Denn ich sagte ja vorhin schon, dass es viele Möglichkeiten gibt, den Spread aufzureißen, Geld zu verdienen, ja, dann natürlich auch dem Vorstand Lamborghinis hinzustellen und dreimal am Tag golfen zu gehen. Das ist alles möglich.
Aber das ist natürlich nicht mit dem Geschäftsmodell möglich, was wir angefahren haben. Und da muss man sich auch die Frage stellen, ob man sich Büros in Frankfurt und London gerade als Start-up leisten kann, wenn man eben ein Geschäftsmodell pflegt, was in erster Linie langfristig ausgelegt ist. Und das hat uns, wie gesagt, am Anfang ein Stück weit Nerven gekostet, aber auch dazu geführt, dass man sagt, neben dem, dass die BaFin mit dem Forex-Markt und CFDs noch gar nicht so richtig anfangen zu wusste, dass man Zypern als Hub genommen hat, weil dort eben auch die Hilfestellung gut war, um das Ganze auf den Weg zu bringen. Und man muss jetzt noch da anschließen, Zypern ist lizenzierisch und regulatorisch unsere Base, aber die Kundengelder liegen in Deutschland, Schrägstrich in England, zum Beispiel bei Barclays. Und da reden wir hier nicht über irgendeine Hausbank, sondern wir reden hier über Barclays. Das ist eine der größten Banken der Welt. Und dort sind die Gelder sozusagen gelagert und auch segregiert von unserem Firmenvermögen. Das heißt, wenn selbst JFD Brokers eine große Farce einfährt, wovon ich nicht ausgehe, aber das weiße Hemd befleckt werden würde und wir würden in irgendeine Schieflage geraten, dann werden ihre Kundengelder davon nicht betroffen. Das muss man wissen. Viele denken dann immer, mein Geld ist da ausgelagert in Zypern. Und wir hatten 2011 ja die Zypern-Krise, wo Konten, die größer 100.000 waren, ja, mal plötzlich abgeräumt wurden. Also alles, was drüber war, das betraf nicht die Kundengelder von uns, weil die Kundengelder, wie gesagt, nicht in Zypern sozusagen mit dem Firmenvermögen verbunden sind, sondern segregiert. Muss man wissen. Viele haben da gewisse Zweifel. Nichtsdestotrotz sind wir an weiteren, sage ich mal, Offenbarungen interessiert, obgleich diese auch nicht schützen. Und ihr könnt euch vielleicht auch an einen Broker erinnern, den es hier in Deutschland gab, der BaFin reguliert war und der trotzdem Schabernack getrieben hat. Es gibt in der Geschichte, ich will jetzt nicht einzelne Broker da irgendwie vor den Pranger stellen, die Geschichte ist lang und reichlich vorhanden, dass es eben egal von welcher Regulierungsbehörde sozusagen überwacht, es immer schwarze Schafe in der Branche gab. Und ob man jetzt in Zypern sitzt, in Deutschland, in Marokko oder in den USA, wenn man es machen will, kann man es machen. Und wie gesagt, das ist eine Grundsatzfrage. Und der Interessenskonflikt, der ist bei uns, wie gesagt, gar nicht gegeben. So, jetzt muss ich aber mit ein Stück weit zum Thema zurück. Das ist das, was ich vorhin schon sagte zu Lars im Prinzip, dass er es letztlich anders gemacht hat als viele andere Broker. Und ich bin ganz froh, wie gesagt, Teil des Ganzen zu sein. Und grundsätzlich ist es eben hier Game Changer. Warum? Das ist genau die Frage. Was ist das Interesse eines Brokers? Und es gibt tatsächlich viele Broker, die mit vielen, ich umfasse das immer ein Stück weit weitgreifender, weil es gibt viele Broker, die Market Maker Lizenzen haben und trotzdem versuchen, fair zu handeln. Das ist keine Frage. Dennoch ist man versucht, mit einer gewissen Lizenz eben dann doch auch vielleicht ein bisschen Einflussnahme zu nehmen oder Kunden, die eben rein statistisch gesehen Geld verlieren, sozusagen das Geld nicht an den Markt zu geben, sondern selber einzubuchen. Also es heißt nicht, dass jeder Market Maker ein schlechter Broker ist, um Gottes Willen. Es eröffnet auch Möglichkeiten. Ja, so ein Market Making erlaubt auch, exotische Produkte an anderen Märkten zu eröffnen, die theoretisch an Präsenzbörsen gar nicht handelbar sind. Es sind viele Möglichkeiten da, die es legitimieren, aber man hat eben auch die Möglichkeit, hintenrum da ein Stück weit was einzupreisen und ein Stück weit an den Schrauben zu drehen und eben auch B-Booking oder Dealing Desks dann ins Leben zu rufen, die dann grundsätzlich gegen den Kunden handeln. Und dann kann man eben nicht von Erfolg sprechen, wenn der Kunde Erfolg hat, weil wenn der Kunde Geld verdient und ich handle gegen den Kunden, dann habe ich ja per se ein Verlustgeschäft. Ja? Und das war das mit der Grafik, auf die ich dann nochmal eingehe, dass sich das sozusagen in einer Schere immer weiter auseinanderentwickelt, wenn der Broker eben dann kein Interesse daran hat, dass der Kunde erfolgreich ist. Und dazu muss man auch wissen, dass man, wenn man ein Demokonto eröffnet oder ein Live-Konto und sozusagen als jungfräulicher Kunde irgendwo reingeht, dann steht man in der Regel, man nennt das auf Auto-Execution. Das heißt, es gibt eine automatische Ausführung, die auch dann an dem Markt tatsächlich geht. Nach 2 bis 3 Monaten hat man dann aber so einen gewissen Skill von dem User, um dann eben auch, wie vorhin schon gesagt, Facebook, Google und die ganzen anderen Firmen, die sozusagen Daten sammeln, hat man dann ein Profil, wo man dann ableiten kann, okay, ist der Kunde A profitabel, B, wie ist sein Handelsstil, in welchen Timeframes ist er unterwegs, was handelt er gern und dergleichen. Es könnte also so eine Art Profile von einem geben. Und dann ist die Frage, ob der Broker dann weiterhin faire Ausführung garantiert, also Auto-Execution, wie es sich nennt, oder dann eben so eine Art Dealing-Desk einführt und den Kunden dann praktisch gegen teilweise Algorithmen antreten lässt oder gegen einen eigenen Händlerstab. Und dann ist es plötzlich so, nach möglicherweise 2 bis 3 Monaten mehr Erfolg, funktioniert das eigene Setup nicht mehr. Oder man bekommt komische Stoppkurse, man wird plötzlich abgeholt an bestimmten Levels und man fragt sich, warum funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ein Grund könnte sein, dass es eben dann eine kleine Veränderung in Sachen der Ausführung gab und der Broker sozusagen dann dem Ganzen Einhalt gebietet, dass sie hier sozusagen dauerhaft Geld verdienen. Ich will nicht sagen, dass das jeder Broker macht, um Gottes Willen, aber wichtig ist eben, dass wir es überhaupt nicht machen dürfen. Das muss man wissen. Deswegen die Win-Beziehung im klaren Fokus.
Und die überwiegende Mehrheit der FX- und CFD-Brokers behaupten zum Beispiel eben auch eine 100% DMA, Direct Market Access, und auch SDP-Programm durchzuführen im Sinne eines Agenturmodells. Aber ist es eben so, ob sie es wirklich tun? Und die Wahrheit ist eben, dass es tatsächlich viele nicht durchführen. Und da kommen wir jetzt zu dem Post-Trade-Report und auch der Grafik vorhin, die ich jetzt mal ein Stück weit nochmal einfach erklären möchte. Der Kunde kommt ganz links, ja, wie man das so kennt, in den Markt und fängt dann praktisch an zu handeln. Das können jetzt 1-2 Monate sein. Und dann haben wir im Prinzip hier die verschiedenen Kurven. Ja. Einerseits die rote Kurve sind die Market-Maker-Einnahmen und das sind praktisch die, also das Türkise hier unten, das sind praktisch die DMA-STP-Einnahmen, also die Einnahmen, die ein Broker generiert, wenn er die Orders direkt an den Markt gibt. Und man sieht ja hier schon an diesen zwei Differenzen, dass es eine relativ aggressiv auf Einnahmen angesetzt ist und auch letztlich genauso fungiert, dass man relativ schnell gutes Geld verdient. Und das andere ist eher ein langfristiger Prozess, ja, wo man natürlich nicht gleich sofort die großen Gelder einsammelt und eben sukzessive, und da vergleiche ich uns immer gern mit einem Postdienst sozusagen, dass wir die Briefmarke sind, ich habe es auch auf der WT schon gesagt, dass wir einfach eine Schnittstelle sind zwischen Käufer und Verkäufer, Intermediär halt, und einfach an der Handelskommission Geld verdienen. Und das ist der ganze Witz. Also wir haben tatsächlich, unser Einnahmemodell rührt durch die Handelskommission, wie die Briefmarke, die Sie auf die Postkarte oder den Brief kleben, als Dienstleistung, die wir leisten, um natürlich auch unsere Finanzierung, unser Kundensupport und unsere Technologie sicherzustellen, ist das, was wir praktisch erheben. Das führt aber dazu, dass man im Prinzip langsame Einnahmen erzielt und wir aber Interesse daran haben, dass eben auch der Kunde sozusagen, und das ist jetzt hier, das sind die zwei Pfeile jetzt speziell, dass der Kunde eben auch Geld verdient. Ja, das kann nur unser Ziel sein, weil es bringt uns nichts, wenn ein Kunde 1.000, 10.000 oder was auch immer einzahlt und dieses Geld möglicherweise schnell verliert, weil dann kann er mit uns gar nicht langfristige Geschäftsbeziehungen eingehen und erfolgreich handeln. Deswegen die Win-Win-Partnerschaft, wir haben Interesse, dass das Ganze ein langfristiger Prozess ist und dass auch der Kunde, und dazu kommt es auch in diesem Jahr noch zu einigen Neuigkeiten, dass wir auch bestrebt sind, ihnen dazu helfen, praktisch ein Stück weit erfolgreicher zu werden, weil wir eben auch selbst Kunden haben, die natürlich auch am Markt Geld verlieren. Ja? Nichtsdestotrotz partizipieren wir nicht davon, wie das zum Beispiel ein Market Maker durch seine Einnahmen tun kann. Denn das ist jetzt dieser rote Pfeil, die Kundenstruktur. Wenn der Kundenprofit sozusagen abnimmt, der Kunde Geld verliert und der Market Maker das Ganze ins eigene Buch nimmt, dann verdient er natürlich am Verlust des Kunden. Und das führt dann eben hier zu dieser Schere. Kundengeld ist weg, Broker hat eine zusätzliche Einnahme generiert, perfekt, so kann es laufen. Und es gibt eben auch viele Modelle und da muss man eben auch hier unbequeme Wahrheiten ans Tageslicht fördern. Und da kann ich Ihnen heute Nachmittag oder in der zweiten Session, wo es um Trading Skills geht, nochmal einiges, darstellen, wo man dann wirklich mit den Kopf schüttelt und sagt, ist es denn wirklich die Realität? Aber ja, es gibt unbequeme Wahrheiten und es gibt auch Modelle, wo man direkt schon sagt, Kunde XY zahlt 10.000 Euro ein. Zu 90% sind die 10.000 Euro schon mal ein Gewinn des Brokers. Weil er grundsätzlich weiß, dass 90% der Marktteilnehmer Geld verlieren. Und wenn eben 100 Teilnehmer kommen und die zahlen 1.000 oder 10.000 an, dann kann der im Prinzip relativ simpel durchrechnen, wie viele von denen tatsächlich Erfolg haben werden. Und wenn man dann eben ein Modell fährt, was dann dadurch partizipiert, dass wenn der Kunde verliert, man Einnahmen erzielt, dann ist es eben so, dass man einen riesen Interessenskonflikt hat. Okay? Und das ist eigentlich die Kernessenz oder Quintessenz, die ich Ihnen da heute rüberbringen muss und will, dass Sie einfach mal wirklich sich klar die Frage stellen, kann das von Interesse sein, wenn ich handle am Markt und ausgeführt werden will, am Markt ist aber nicht passiert. Das heißt, ich habe indirekt schon einen Gegner in meinem eigenen Ausführungspool, wo ich sage, wenn ich die Order an den Markt bringe, geht sie gar nicht an den Markt, sondern geht in einen Innenhaushandel, wo ich selbst dann einfach ausgeliefert bin. Ja? Und das ist natürlich dramatisch, hochdramatisch.